Hallo Freunde, servus und grüß euch auf meinem bayerischen Kanal. Sonjas Herzreisen vegan und roh. Ja, man kann direkt sagen, über Nacht ist es jetzt bei uns richtig Winter geworden. Jetzt hat es minus 4 Grad, also richtig bornig kalt. Und meine Finger, die sind ganz schön kalt schon. Aber egal, das Video muss jetzt sein. Und ich mache jetzt einen schönen Winterspaziergang und bin auf der Suche nach Wildkräuter. Ich habe gestern 4 schöne Löwenzahnblätter gefunden, stellt euch vor. Wir haben jetzt Ende Dezember und es ist so unglaublich. Jetzt hat es natürlich ein bisschen mehr Schnee wie gestern. Aber schau mal an dem Platz gestern, vielleicht ist ja da noch ein bisschen was zu sehen. Gell? Also ihr wisst ja selber, was ich für ein Wildkräuter-Fan bin. Ich liebe sie einfach, meine schönen Wildkräuter. Und ich merke, dass es mir einfach unheimlich gut tun. Und ja, gut, ich freue mich schon auf den Frühling, wenn sie wieder frisch kommen. Und jetzt gehe ich da diese Treppen hinunter, die man gar nicht mehr als Treppen erkennt, gell, weil sie so zugeschneit sind. Vielleicht mögt ihr mich begleiten. Der Schnee ist wunderbar griffig, das heißt, ich habe einen guten Tritt, das heißt, einen sicheren, nichts rutscht weg, das ist sehr gut. Und der Schnee knirscht, hört ihr das? Ich bin noch ein bisschen schattig da, aber ich werde jetzt gleich in die Sonne gehen. Ja, so gefällt mir das schon besser, gell? Sonne. So ein schöner Wintertag. Der Schnee glitzert mal hin. Wie Märchen. Unglaublich. Ah, oh, herrlich. Was möchte ich jetzt in die Sonne gehen? Nachdem es noch so früh am Tag ist, bin ich jetzt da gerade noch im Schatten. Oh, schön. Ja, unter dem Baum habe ich gestern meinen Löwenzahn gefunden. Gell? Weil es ist so ein dicht bewachsener Baum. Da war unten kein Schnee gestern. Aber heute ist da schon ganz schön Schnee und ich weiß jetzt nicht, ob ich da was finde. Aber schauen wir mal, vielleicht weiter hinten. Na gut, schaut nicht so aus. Aber in den nächsten Tagen, wenn es wieder ringt, da finde ich da bestimmt was, gell? Weil das ist jetzt alles so angezuckert vom Schnee, sodass man da nicht wirklich irgendwas erkennen kann, was sich da drunter versteckt. Hey, gestern habe ich zwei Kirsche und 3 Löwenzahn da gefunden. Gut, na, jetzt gehe ich in die Sonne.
geschafft. Also Wildkräuter habe ich jetzt heute keine gefunden, gell. Dafür ist einfach der Schnee zu hoch gewesen und das Eis zu stark, aber das macht nichts. Herrlich. Oh, ich liebe diesen Platz, die Berge. Oh, so schön. Und ich freue mich so, ich habe ein veganes Katzerl da für Mais. Ich sage euch, jetzt ist die seit 3 Wochen vegan, 100% vegan seit 3 Wochen.
Und die hat heute früh umeinander getobt. Wir sind da die Bellig nachgerannt. Das kenne ich gar nicht von ihr. Also so wild war die nicht vorher, weil sie noch Fleisch gegessen hat. Und so wild auf ihr veganes Futter, das kenne ich auch nicht. Dass die früher so wild war auf das Fleisch, das hat sie halt gegessen, gell? Weil es nichts anderes gegeben hat. Und jetzt ist die richtig wild auf das vegane Futter, ich sag's euch, es ist unglaublich. Und ich freue mich so, es ist einfach so schön. Kein Tierleid mehr in meiner Wohnung. Absoluter Traum. Ich kann es euch nur ans Herz legen, macht es weiter. Und dieses Nassfutter von der Firma, wie heißt das? Futterservice Fulda. Gell, diese Dosen da. Da tue ich jetzt Hefeflocken drauf. Weil dann magst du es nämlich noch lieber. Also da streue ich einfach ein paar mit den Fingern ein paar Hefeflocken oben drüber und tue es ein bisschen so durchquetschen. Und ich sag's euch, jetzt magst du es erst richtig. Vorher hat es gar nicht so mengen. Also das Trockenfutter liebt sie ja über alles. Gell? Aber das Nassfutter, das liebt sie jetzt mit den Hefeflocken sehr. Oh, ich liebe die Sonne, ich liebe den Winter und den Schnee und so einen traumhaften Tag. Da sind die Wassertröpfchen in dem Baum drin. Ach, so schön. Und der Schnee glitzert. Ja, Wildkräuter habe ich jetzt heute gar nicht gefunden. Dafür ist der Schnee einfach zu hoch. Und das Eis zu dicht. Gestern waren da noch ein paar so Löwenzahn und auch zwei Kirsche habe ich gefunden, aber es ist egal, weil ich habe ja ein trockenes Grün zu Hause, nämlich einen getrockneten Brennnessel von der Firma Witterkeim. Da gibt es jeden Tag 2-3 Teelöffel in mein Essen und ein Gerstengraspulver und ein Chlorella und ein Spirulina. Das sind alles meine getrockneten Greens, gell? Und die helfen mir aus, wenn ich kein frisches Green finde. Und das ist ein wunderbarer Ersatz, so für ein paar Tage oder Wochen, je nachdem, wie kalt das ist draußen. Gell? Meine Lieben, das war jetzt mein Video. Wenn es euch gefallen hat, danke ich euch für einen Daumen nach oben, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen schönen Kommentar schreibt. Da freue ich mich immer unheimlich und wünsche euch einen schönen Wintertag und geht's raus, sagt selber, es ist so schön. Auch wenn die Sonne mal nicht so schön scheint, einfach raus, jeden Tag eine Stunde oder wenigstens eine halbe, die gescheit marschieren, dann tut es euch was Gutes, eurer Gesundheit, eurer Lunge. Alles freut sich und das gut und gesund fürs Gemüt, für die gute Laune. Alles Liebe von mir, für euch, Servus.